Freunde, ich gebe Ronaldo noch nicht auf. Ja, gestern war auch kein besonders gutes Spiel. Ronaldo vergab Chancen. Gut, er hat sich auch teilweise gut erarbeitet. Also, was mir gestern aufgefallen ist, er ist doch schneller noch als gedacht. Ja, so ein paar Sprintduelle ist er reingegangen, wo ich dachte, okay, er hat doch noch Tempo für sein Alter gesehen. Ja, nicht so schnell wie ein Mbappé, ist ja ganz klar. Aber ich meine, für fast 38 ist er noch recht schnell. Das muss man sagen. Das hat man gestern auch gesehen in einzelnen Laufduellen oder wie er sich freigelaufen hat bei seiner besten Torschance in der zweiten Hälfte. Ich glaube, mit Jota spielt er den Pass, ich weiß nicht mehr ganz, und setzt ihn da ein, er scheitert am Keeper. Aber das sind auch so Situationen. Wenn Ronaldo so ein Tor dann mal macht, dann reden wir wieder davon, dass er Portugal rettet, und auf einmal sind wir wieder in diesem positiven Reden. Und das wirkt sich auch auf die Psyche aus. Ich persönlich bin der Meinung, es hat nicht so sehr mit dem Alter zu tun, sondern es hat mehr mit der Psyche und der aktuellen Situation von ihm zu tun. Ich meine, dass er manchmal so einen schlechten ersten Kontakt aktuell hat, das hat er doch nicht auf einmal drin, nach all den Jahren. So wegen dem Alter jetzt auf einmal, nein, das ist die Psyche. Wir wissen, wie viel Psyche Fußball ist. Ronaldo hatte immer eine exzellente Psyche, immer diese Mentalität, die hat er immer gehabt. Und aktuell zweifelt er zum ersten Mal an sich und das merkt man. Das merkt man, wenn er das überwindet, dann kann er noch, bin ich mir sicher, 1, 2, 3 Jahre ein krasser Stürmer sein, auf höchstem Niveau. Er wird nicht mehr das ganze Spiel überrennen, das wird er nicht mehr tun. Aber er ist auch kein Spieler, der irgendwie nur noch vorne rumstehen kann. Das ist er nicht. Er kann mehr. Und das sieht man in einzelnen Situationen, die machen einem da Mut. Und ich glaube, wenn er jetzt zum Beispiel gegen Man City eingewechselt wird, ja, am Sonntag, und da ein entscheidendes Tor macht, so eine Situation braucht er mal. Er braucht wieder dieses Positive. Wieder an sich glauben. Ganz einfache Tugenden. Das ist doch wie bei uns, Freunde. Manchmal, wie jeder, der selber Fußball spielt, der weiß es. Manchmal hat man so eine schlechte Phase. Man kann gefühlt den einfachsten Pass, bringt man nicht mehr zum Mitspieler, weil man einfach irgendwie, ja, denkt, ich mach doch eh alles gerade falsch. Und selbst ein Ronaldo kann das wohl anscheinend passieren und er ist aktuell in so einer Phase und da wird er wieder rauskommen. Er wird nicht mehr jünger, er wird nicht mehr schneller, er wird nicht mehr fitter, aber er wird noch ein guter Stürmer sein. Dafür hat er doch alle Möglichkeiten. Oder Freunde, was sagt ihr? Ich gebe Ronaldo noch nicht auf. Was sagt ihr? Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.